Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Mafia Definitive Edition. Zur nächsten Collectible Hunt. Ich habe heute leider zwar nicht allzu viel Zeit, aber trotzdem möchte ich kurz etwas aufnehmen und ich würde sagen, wir schauen uns heute hier mal den oberen Teil des Dammgebietes nochmals an. All officers, search is called up. Repeat, abandoned search. Return to patrols. Hier haben wir schon das erste Stück, was wir hier suchen. Das ist ein Comic wieder. Oder ein Magazin. 13 von 20. Kann ich das gleich schon abhaken? Jetzt weiter eigentlich die Straße hier entlang und dann auf der linken Seite. Eigentlich bin ich hier mit einem Charge-Off-Schnitt hochgefahren, allerdings bin ich in der Kurve leider etwas zu weit hinausgerutscht und habe mich dann überschlagen und das Auto ging dann schlussendlich ganz kaputt. Von daher bin ich halb tot und musste auf ein anderes Auto stellen. Okay, hier gibt es bloß eigentlich ein Auto, das man finden könnte, wenn man die ganzen Postkarten hätte. Und dieses Motel, wo ja glaube ich mal die Schießerei stattfand. Das Vivoda Motel. War das hier? Ne, hier war irgendwie gar nichts, glaube ich. Gut, dann können wir gleich weiter zur Tankstelle. Gibt es gleich auch noch ein Medipack. Ein bisschen Health. Interessanterweise ist das Haus hier unten gar nicht eingezeichnet in der Karte. Aber auch gut. Muss man jetzt ernsthaft hier runterfahren, um das Auto aufzutanken? Ja, gut. Dort ist First Aid. Auch gleich mitnehmen. Aber sonst gibt es hier nichts. Dann geht's gleich weiter die Straße hinunter. Über und oder unter der Autobahn hindurch. Und dann auf der linken Seite hat es einen See mit ein paar Häusern. Und der Berrywood Creek. Und hier gibt es dann einmal eine Kleidung und ein Wanted Sign. Eigentlich alles hier vorne an diesem Haus. Okay, da haben wir die Kleidung. Ein Cowboy-Outfit. Wie nice. Und dann irgendwo hier auf dieser Seite. Wieso kannst du jetzt hier nicht drüber springen? Manchmal. Da. Haben wir's. For illegal manufacture of alcohol, Pedro Sola, aka Liqueur.
Dann haben wir das auch. Dann interessanterweise irgendwie etwa hier gibt es einen Fuchs. Wie auch immer man da hinkommt. So, warte, das war ja eine Straße, die man gekreuzt hat, oder? Ja, doch. Ich dachte eigentlich, das wäre eine Straße, die oberhalb oder unterhalb durchführt, aber das ist eine normale Straße. Die logischerweise in diese Richtung gesperrt ist. Aber wahrscheinlich genau hier vorne an diesem Hütchen gibt es den Fuchs zu holen. Fuchs, du hast die ganz gestohlen, gib sie wieder her. Ja, hier haben wir das Zeichen. von 30, sieht gut aus eigentlich. Kurz mal schauen. Das ist ein Weg, der nicht eingezeichnet ist. Den nehme ich jetzt einfach mal, weil beim diesem Creek gibt es auch noch mal etwas. Ein Magazin. Vielleicht kommen wir ja hier wieder zum Creek zurück. Mal schauen. Okay, nee, jetzt sind wir viel zu weit. Aber dort unten gibt es auch ein paar Dinge. Das sind diese Hütchen. Hier ist der Creek. Oder See oder Tümpel. Auch immer man das ins Deutsche übersetzt. Und da liegt es auch schon wieder beim Stuhl. Wie eigentlich immer. 14 von 20. Dann fahre ich da gleich wieder zurück nach unten. Komm schon. Ich muss ganz kurz die Aufnahme unterbrechen. Kleinen Moment. Ja, und weiter geht's mit der Suche. Ich bin jetzt ein bisschen weitergefahren. Wir sind jetzt hier beim Clarkson Motel. Vorhin waren wir ungefähr hier. Hier gibt es jetzt einen Fuchs und andere Dinge, die man allerdings bloß wieder in der Mission finden konnte. On the balcony of Clarkson Motel, used a pile of logs against the wall on the opposite side of the motel climb. Climb up. Es könnte sein, dass wir diesen Fuchs hier schon haben. On the balcony of Clarkson Motel, used a pile of logs against the wall. On the opposite side of the motel, climb up. Opposite side of the motel. Und das ist dieser Balkon hier. Könnte natürlich auch sein.
Erstmal hier ein Magazin. Gangsters Morphe. Gut, das haben wir dann auch gefunden. Das andere gibt es hier auch, einen Dime Detective. Und eine Note. Und eben den Fuchs. Da haben wir den Fuchs, okay. Ground Floor just inside the model of the table. Wer eine Notiz. Also kannst du jetzt hier nicht runterspringen. Ich glaube nicht, dass wir wieder ins Motel hinein können. Nope. Election Pamphlet. Und für das andere steht da Chapter 4. Also findet man das wahrscheinlich nicht. Oder doch? Oder doch? Gut, dann haben wir das. Die Notiz, die... Ja, lasse ich jetzt mal. Keine Ahnung, ob ich die schon gefunden habe. Dann geht es eigentlich gleich hier weiter. Das hier oben haben wir schon abgegrast. Diesen Berrywood Creek. Da haben wir dann den Gentleman's Club. Und daneben ist ein Super Science Magazine. Und dann hier unten bei diesem Haus gleich auch ein paar andere Dinge. Mal schauen. Auf jeden Fall haben wir noch ganz eine Menge vor uns, vor allem in der City. Ich kann jetzt auch hier auch querbeet fahren. Was mit diesem Auto nicht unbedingt gut ist. Aber hier sind wir auch schon. Ein Gentleman's Club, der aussieht wie ein normales Haus. Wahrscheinlich irgendwo hier bei diesen Under the Gazebo. Ist das Gazebo? Ist das ein Gazebo? Ich habe keine Ahnung, was ein Gazebo ist, aber das ist offensichtlich ein Gazebo. Und das wird in den Gentleman's Club sein. Ist einfach ein Haus. Mit einem schweinenden Kind. Und einem Hahn. Aber hier gab es ein Schild, das steht denn hier drauf? Welcome to Gentleman's Club Discovered Haven. Eigentlich beim letzten Haus dort vorne. Hier gab es glaube ich auch eine Verfolgungsjagd, wenn ich das richtig im Kopf habe. In the wall behind the church.
da beim Brunnen. Noch 5 Stück von diesem Terror Tales. Und dann noch ein Wanted Poster. On the front of the ruined church. Da. For arson. Arson war Brandstiftung. Scarlett Sinclair, aka Red Smoke. Dann haben wir hier oben zumindest das meiste, was man finden konnte. Darum gibt es auch ein Auto, wie gesagt. Sondern mit einer Mission freischalten muss. Und dann gibt es auch den Flughafen hier unten. Das ist die Frage, ob man da wieder reinkommt überhaupt oder nicht. Auf jeden Fall hier im Ecken gibt es einen Fuchs. Und sonst steht da Chapter 10 und 16. Mal schauen. Ich denke mal, der ist abgeschlossen. Oder gesperrt für uns. Auto finde ich ziemlich nice. So ein bisschen Dodge Charger Verschnitt. Und da steht er auch schon, der Fuchs. Okay, noch 20 Stück fehlen uns da. Inside the kitchen. Ne, da kommt man nicht rein. Nope. Auch hier wahrscheinlich das Tor geschlossen. Ja. Gut, dann ist es auch was für eine Mission wieder? Dann geht's erstmal hier hin und dann gleich links rum. Musik.